Ich bin Brigitta Schilk. Ich mache hier auf der Jue nordöstlich von Heppenheim Reifzüge entlang der Hügelgräber. Wir sind hier oberhalb der Jue. Das ist die erste Bergkette von der Bergstraße kommend. Ganz in der Nähe liegende Berg Steinkopf hat eine Höhe von 402 Metern. Die Jue dürfte etwas darüber liegen. Das ist ein Ort, ein Höhenrücken, könnte man sagen, oder eine Kuppe. Da geht es dann rechts und links wieder hinab. Und hier von diesen Gräbern aus, wenn wir uns vorstellen, dass es hier kein Wald gab, da haben wir sowohl eine Sicht in das Rheintal, wir haben hier eine Sicht in das Weschnitztal und wir haben auch noch Sicht in die anderen Täler. Das Tal, das von Heppenheim sich hochstreckt Richtung Wald Erlenbach. Es ist ein herausragender Ort hier oben. Die Siedlungsfrage ist sehr umstritten. Es gibt Forscher, die meinten, sie haben auch in der Nähe, gibt es Terrassen, die auch von einer großzeitlichen Verhüttung kamen. Und doch ist es so, dass es offen blieb, ob da wirklich Menschen gewohnt haben, also wirklich hier gesiedelt haben. Und hier sind wir jetzt an einem dieser Hügelgräber, dem Grab Nummer 1. In diesem Grab haben damals die Forscher eine Amphore gefunden, ein Becher, zwei Steinbeile, Steinmesser und Steinkratzer. Es gibt noch drei weitere Gräber in der direkten Umgebung und die gehören zu einer Menschengruppe, die von den Archäologen und Archäologinnen Schnurkeramiker genannt wird, da die Gefäße, diese Amphoren und die Becher Schnurverzierungen hatten als durchgängiges Stilelement. Die haben gelebt im Zeitfenster von 2600 bis 1800 vor unserer Zeit. Ursprünglich kamen sie von Böhmen. Spannend ist an den Gräbern, dass sie liegend begraben worden sind. Es gibt hier auch die Hockerstellung. Knochen gab es deshalb keine, weil der Lösboden hat alles organische Material aufgesaugt. Das Grab 4 unterscheidet sich. Professor Friedrich Behm berichtet darüber, der hat es 1938 ausgegraben. Ich lese hier mal aus dem Bericht vor. Da abweichend von den anderen Gräbern hier keine Streitaxt gefunden wurde, dürfte es sich um ein Frauengrab handeln. Ja, die erste Zeit hatte ich natürlich geschmunzelt und dachte, ja, okay, Frauengrab ist natürlich eine Interpretation. Und erst vor 3 Jahren bin ich dann über einen ganz anderen Artikel draufgekommen, weshalb es für mich Sinn macht, dass es ein Frauengrab ist. Und zwar ging es in dem Artikel um eine Göttin, nämlich Hestia. Hestia ist griechisch Herd, ist der materiale Göttinaspekt, der das heilige, reine, unantastbare Zentrum eines Menschen verkörpert. Ihr lateinischer Name ist Vestia. Hestia oder Vestia hatten keinen Gemahl. Kein männlicher Gott durfte ihren Bereich, den göttlichen Herd, der auch als reale Kultstätte das mystische Herz des Reiches war, mit ihr teilen. Sie saß in der Mitte eines Ortes und empfing dort die Opfer, die bei ihr begannen und die wieder hier endeten. Die Vestalinnen, ihre Priesterinnen, hatten zur Aufgabe, das göttliche Herdfeuer zu bewahren, zu hüten und dafür zu sorgen, dass es niemals erlosch. So macht es mir plötzlich Sinn, dass es hier ein gepflastertes Grab auch gab, was nämlich genau auf diese Herdstellen hinwies und auch eine Steinsetzung innerhalb dieses Grabes. Daher kann schon angenommen werden, dass hier eine hochstehende Frauenpersönlichkeit ihre Ruhestätte gefunden hat und dass deshalb auch die Grabbeilagen abweichen von den anderen Gräbern. Die Langhäuser, die waren ca. 20 Meter lang und waren aus Lehm gebaut mit Strohdächern, mit 20 bis 30 Leute gelebt haben. Diese Menschen, die mit Tieren lebten, die schon Rinder hatten, Schafe, Ziege und Schweinen. Die Flussnähe hat natürlich auch sie mit Fischen versorgt, mit Muscheln.
Und dieses Wissen, dass hier Gräber sind, das spiegelt sich in dem Namen, der heute der Parkplatz in unmittelbarer Nähe, der heißt Parkplatz an der Lee. Und dieses Wort Lee kommt von Haleo im Mittelhochdeutschen und heißt an dem Grabhügel oder am Grab oder am Hügelgrab. Also so erzählt uns, dass die Menschen über all die Jahrhunderte sehr wohl wussten, dass es sich hier Gräber befinden. Ich bin Brigitta Schick, Geo-Vorortbegleiterin und ich mache hier die Streifzüge entlang der Hügelgräber. Sie können mich auch selber per E-Mail anschreiben. Die Adresse heißt an@immagie.de. Ich mache auch Führungen für Gruppen. Die können mich auch buchen, wenn sie jetzt eine Gruppe von 10 Leuten haben. Dann kann ich auch zu anderen Zeiten hier diesen Streifzug durchführen. Gut, ich freue mich auf Ihr Interesse und auf ein Kennenlernen von Ihnen.